Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben super alte Videos von uns rausgesucht. Aaron ist mit dabei. Grüße an dich, Aaron, an dieser Stelle. Moin. Wir wollen mal gucken, was wir da fabriziert haben, weil wir uns teilweise nicht mehr dran erinnern. Und ich würde sagen, viel Spaß, Jungs. Und ist natürlich einfach mega peinlich. Jungs, los geht's. Peinlich. Ich will nach Hause. Backyard Wrestling von, weiß ich nicht, wann das Video rauskam. Es ist uralt. Ja, das wurde also noch richtig alt. Schön mit einer Kartoffelkamera aufgenommen. Ich würde sagen, los geht's. Also ich bin der Kommentator, ne? Nicht der da wie wrestelt oder so. Das wäre noch besser, Alter. Feuer. Was noch mal zu sagen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Backyard Wrestling mit Stühlen. Wie gut, Alter, wie gut. Und ich bin hier ein tolles Match und... Da kommt jetzt der Bulldozer. Junge, diese super Musik da im Hintergrund. Eine Wrestling-Legende. Was ist das jetzt bitte? Scheiße! Okay. Da ist der Bulldozer. Komm her, bam, bam, bam. Er macht seinen Namen alle Ehre. Es ist so ein kleiner dicker Mexikaner. Ja, einfach so, die Moves, so, zack, die Musik ist instant aus, Alter. Hast du gesehen? Einfach so, zack, Musik aus, direkt, Alter. Das könnte der Sohn von Big Show sein. So, race to their respective corners. An dieser Stelle, bitte, Aaron, Applaus. Mensch. Ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen, dass bei mir minus 1 Grad draußen sind. Es könnte also Frost geben. Nachts um 20 nach 1. Der Beweis, Siri, wie spät ist es? Mit meinem Android-Handy wahrscheinlich. Danke dafür, Alter. Alles klar. Geht schon gut los, würde ich sagen. An das Video kann ich mich auch noch erinnern. Das war top. Top Video. Dass das nicht auf der Startseite gekommen ist. Moin, das Chris. Moin, Chris. Grüße gehen nicht raus. Achso, das Video heißt übrigens Minecraft Challenge Wäscheklammern ja, Nummer 2. Wir verlinken, glaube ich, am besten einfach alle Videos, die wir hier machen, in den Kommentaren. Könnt ihr nochmal selber reinschauen. Du hast damals genauso geredet wie jetzt. Und jetzt haben wir halt das Kommentar. Das hat sich null verändert. Junge, auch der Huster gerade, dieses. Ich huste einfach genauso in jeder Aufnahme. Mindestens, es geht mir so auf den Sack, Alter, weil ich immer husten. Ich glaube, wir haben von diesem Video 3 Videos gemacht. Mit Minecraft, mit Milch trinken, mit den Wäscheklammern und noch ein drittes. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Da war echt ein drittes? Ich meine, es gab 3. Also, ich kann mich nur an 2 erinnern. Irgendwas mit einem Wassereimer, glaube ich. Was macht er denn da, Alter? Nein! Alter, als ob. Das sind halt Wäscheklammern im Gesicht. Guck mal, wie er redet. Hör mal, wie er redet. So, wer ist echt wach, Alter? Was ist los? Was haben wir für eine Scheiße gemacht damals? Das war schon für die Klicks Dreck. Und für die Geldbitches. Bevor es so schlimmer wird, nächstes ja, Video. Ja, komm, direkt nächstes Video. Und willkommen zu einer neuen Runde. Ach du Scheiße. Gaming TV. Das rauscht ja, auf jeden Fall. Battle. Oh Gott. Ich bin der Kai, das ist Aaron und wir werden uns jetzt in verschiedenen Spielen einfach mal so die Birne kaputtballern. Ja, genau, schön die Birne kaputtballern. Das Gehirn rausfetzen, je nachdem welches Spiel. Let's Battle. Und Call of Juarez, Mann. Juarez. Das war auf jeden Fall noch ein geiles Spiel. Das Spiel ist etwas unbekannter. Ich mache nebenbei aber ein Display. Bei Interesse einfach mal reingucken. Link ist unten in der Videobeschreibung. Genau, da ist er zu finden. Und das würde ich gerne mal angucken. Denke ich mal. Ja, los geht's. Oh nein. Alles klar, du bist schon drin? Das waren ich wir früher mal. Ja, wir haben nur Scheiße gelaufen. Man muss ja erwähnen, dass das nicht unser aktueller Kanal Rekordi ist. Ich weiß gar nicht, warum wurde denn Rekordi gegründet? Ich meine 2014, oder? Am Anfang wurde ja gesagt, auf Good Gaming TV. Genau, weil Good Gaming TV hatten wir ja noch vor Rekordi. Das heißt, das Video muss mindestens 5 Jahre alt sein. Mindestens. Aaron muss ja immer alles so perfektionieren. Ist übrigens immer noch so, ne? Okay, da, also kurz. Wenn Aaron einen Stream starten will, dann auch nicht. Da sind immer schön 5 Testaufnahmen da. Geht gar nicht. Mindestens. Aber lieber so als. Ja. Ja, so wie diese Videos da. Als sowas, ja, genau. Jetzt irgendwas brauchen wir nicht 5 Testaufnahmen vorher. Ich glaube, ich hatte dich damals richtig abgezogen, oder? Ja, ich glaube, du hast es nicht. Ich kann mich da sowas erinnern. Ich habe, glaube ich, 1 oder 2 Kills gemacht und du. Ja. Okay, das schneiden wir raus, glaube ich. Oh, hast du gesehen? No Scope! Also, das ist schon wieder ein bisschen unwärmend, weil er halt so einen scheiß Jump. Oh. Damals schon. Ja, aber. Ist das aus deiner Sicht, Janis? Ja. Ich bin Erster, ich habe 10 Dollar gewonnen. Das kann man auch. Das müssten wir eigentlich nochmal im Livestream spielen oder so. Der Bloody Screen. Ich glaube, die Server gibt's gar nicht mehr.
Alter. Boah, hab ich dich weggesnackt. Hast du das gemacht? Was kämpfst du dich an die Ecke? Schön weggesnackt. Du hast einen Hack gehabt. Ein Wallhack war das. Ich finde sogar kein Fenster. Boah, Junge, hab ich dich geholt, der Alter. Richtig geil. Ja, da war ja der Wallhack wieder am Start. Ja, bestimmt der Wallhack wieder. Map ist behindert, da kann man sich gar nicht. Guck mal, ich hätte einen Wallhack, oder? Ich sehe dich die ganze Zeit, der Stern da oben. Guck mal. Was ist das? So eine Grube da unten oder was ist das hier? Ja! So ein Keller oder was? Ja, okay. Ey, das war gute Zeiten. Also ich find's da schon ein bisschen witzig. Das bekommt eine 7 von 10. Ja, man war halt jung. Und man war jung und brauchte das Geld, wa? Ja. Habe ich übrigens bei dem Star Wars Let's Play. So, das jetzige Video heißt 5 Arten League of Legends Spieler, die jeder kennt. 5 Arten von Leuten. Wer kennt sie nicht? Von Chris. Das wird auch nochmal gesagt. Der Trollpicker. Ach ja, was ein schöner Tag wieder in LOL. Scheiße, muss ich mir erstmal einen Guide aus dem Internet raussuchen. Fuck. Er tut das echt als letzter. Das ist so eine richtige Hurensohn-Aktion, Alter. Internet nach einem Nami-Guide. Oh, da steht's ja schon. Ein Zufall. Wie einfach spricht, so richtig gekünstelt, ironisch. Season 3? Wir haben doch erst Season 2. Ja, das sollte so sein. Obwohl, wer Chris kennt, der weiß genau, das macht er wirklich. Was, alle ficken mal was? Nein. Er selber. Jeder Einzelne von dieser Art. Achso, ja, das stimmt natürlich. Das macht er alles. Jungle Oriport. Schön. Das macht er auch. Das macht er auch. Das ist auch Chris. Ja, ja. Okay. Der hat echt noch gewonnen? Alter. Wow. Ich fasse kurz zusammen. Videolänge 3 Minuten 7. Videoaufwand 3 Minuten 8. Alles klar, danke dafür. Ich bin raus. Tschüss. Jetzt gucken wir uns an Minecraft Let's Battle. Und zwar ist das die Sicht von dir, Kai. Genau, von mir ist das die Sicht. Das gibt's, glaube ich, auch aus der Sicht von Chris, der in dem Video hier als Colliery, oder das ist übrigens mein Account, warum auch immer er mein Account spielt. Und Aaron hat in dem Video keinen Skin, obwohl er eigentlich schon immer diesen Shiggy-Skin hatte, den er jetzt auch drin hat. Schon immer. Ist halt echt so, ne? Der ist, das Ding ist, man kann den Skin nicht runterladen und den Cinema 4D verwenden, weil der so alt ist. Und ich weiß ja nicht, was wir hier gemacht haben. Aarons Folge ist nie online gekommen, die von Chris. Doch, die ersten beiden sind online. Dann ist irgendwas passiert. Dann war auf einmal die Festplatte kaputt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier. Ja. Der erste Part von meiner Sicht. Richtiger Scheiß, was wir da gemacht haben. Super witzig. Viel Spaß. Willkommen zu einem neuen Projekt auf Rockhotty. Hat er eine Decke über dem Mund? Ja. Hat er sitzt da unter der Decke? Vielleicht mit anderen YouTubern noch weitermachen werden. Ist echt so, ne? Dabei ist hier der. Ich glaube, er hat ja noch einen Socken übers Mikrofon gezogen. Und der. Ja, das sind aber, glaube ich, 5 Paar Socken. Oh, neues Intro von Rockhotty, Mensch. Immer so eine. Wie so gut ist das denn jetzt? Ui, Template-Scheiße. Ja, Freunde, willkommen hier zu. Der Chat schon wieder. Oh nein. Können wir eigentlich auch direkt abbrechen, das Video hier? Ja, wir gucken mal, was passiert. Wir können ein bisschen weiterklicken. Da baust du ein bisschen was ab. Da passt auch was ab. Was ist ein heißer Angelegenheit für ein Erfolg? Okay, schnell weg. Oh ja, das hab ich mir auch gerade gedacht, Alter. Jetzt kommen wir zur. Ja, ich würde sagen, vielleicht sogar zur Sternstunde von Rockhotty. Wirklich besten Video auf diesem Kanal. Weltberühmtheit nur durch dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit E.T. The Game. Sehr geiles Spiel. Ich glaube, du hast sogar am Anfang hier eingeblendet, dass man bitte die Musik leiser machen sollte, weil es zu laut ist, oder? Ja. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem ersten Let's Play auf Rockhotty. Ich bin Aaron. Ach, stimmt. Und ihr kennt mich vielleicht von dem Livestream-Video oder auch aus dem Let's Play von Borderlands 2. Das Spiel ist schön. Und für mein erstes Let's Play habe ich mir auf Rockhotty gedacht, ich spiele mal E.T. Ja, von Atari dann wahrscheinlich. Aber ich glaube, die das rausgebracht haben, die gibt es halt gar nicht mehr. Ja, es ist einfach, es ist E.T. das Spiel, ich glaube, viele kennen es und es ist eigentlich genau in der Szene fast eigentlich ganz gut. Genau, da hast du richtig auch verkackt bei der Szene und du wusstest nicht warum. Zumindest. Der
guckst du mal an. Wir werden auch sehen, das wird richtig geil. Das passiert nochmal. Ey, der sieht aus wie Dr. Zoidberg, ne? Okay. Aus Futurama. Okay. Also wie gesagt, das war halt... Also das war ein tolles Spiel, tolles Let's Play. Wenn es überhaupt so nennen kann.